Ja, wie sieht's aus? Es geht wieder in den Selbstversorgergarten. Ja, ich muss mich gucken, wo ich mich hier rumstelle, wo das hier mit dem Licht besser ist. Ja, es wächst alles wunderbar. Was wir aber heute machen, ist, wir ernten Kamille. Die hat sich wunderbar entwickelt. Und da wollen wir jetzt mal, müssen wir leider abschneiden, obwohl es so wunderschön aussieht. Die Ringelblumen hier haben wir wirklich sehr schön. Und dann haben wir hier unsere Kamille. Ja. Und sogar der Oretsch wächst. Ein besonders schönes Exemplar. Na, Bienen sieht man hier ein wenig dran. Das sind so kleinere Insekten. Die Hummeln haben das überwiegend, ja, immer genutzt. Aber Hummeln scheint es hier sehr, sehr wenige zu geben. Habe ich hier kaum noch was, kaum was davon gesehen. Ja, und jetzt kommen wir hier. Wo sind sie? Hier. Ah, das ist alles. Ach, und wie das schon riecht. Sagenhaft. Sagenhaft. Wir nehmen einfach hier so eine Wanne. Und darin werden sie getrocknet. Man sollte achten, es sollten in der Wanne jetzt keine Löcher drin sein. Denn das trocknet und fällt dann durch. Es sind relativ ziemlich kleine Teile, genau wie bei den Holunderblüten. Ja, also eine Wanne nehmen, die geschlossen ist. Und dann wird das Kraut, ich werde das bis zur Hälfte abschneiden. Ist das nicht ein Traum hier? Ja, das ist sagenhaft. Alleine dieser Duft schon, ein Tee aus einem Kraut, aus Kamillenkraut aus dem einen Garten, das ist Wahnsinn. Ach, herrlich. Einfach herrlich. Ich höre spannend, ob das irgendwie nochmal nachwächst. Wenn die Kamera so mal ich einstellen. Und ist schon eine ganze Menge. Es wird natürlich wieder trocknet, noch viel, viel weniger werden, aber Weiterverarbeitung werden wir hier natürlich auch wieder zeigen. Ja, und jetzt muss ich mich dran halten. Wir sehen uns die Tage wieder.